Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich darf von dem Adventskalender von Nebelglück mitmachen. Ich bin das 11. Türchen und bei mir geht es um das Basteln mit Kindern. Also alles Einfache, was man auch mit Kindern in der Adventszeit basteln kann. Und als erstes machen wir kleine Tannenbäume. Dafür brauchen wir solche Tannenzapfen. Ja. Grüne Acrylfarbe. Und damit malen wir den jetzt erstmal an. Und dann brauchen wir noch kleine Kugeln zum Verzieren. So, dann legen wir mal los. Und Glitzer. Und Glitzer, genau. Mein Sohn ist nämlich dabei, damit ihr seht, dass es wirklich ganz einfach ist. So, dann fangen wir an. So, wir sind jetzt fertig und in der Zeit, wo das trocknet, machen wir weiter mit dem zweiten. Wir haben nämlich vier Sachen für euch vorbereitet und jetzt geht es weiter mit dem zweiten. Einmal zur Seite. Und zwar machen wir kleine Schneemänner. Dafür brauchen wir kleine Styroporkugeln. Und Augen, genau. Hier haben wir zwei Augen. So. Und dann gucken wir, welche Größe wir noch da haben. Also wir brauchen zwei Styroporkugeln. Ich hole euch mal weiter ran, dass ihr das auch seht. Wir brauchen zwei Styroporkugeln. Augen. Nicht wackeln. Warum haben wir noch so wenig? Weil wir schon so viel gebastelt haben. So, und ein Zahnstocher. So, und dann kannst du das einmal aufpieksen. Erst den großen, dann den kleinen. Pass auf mit deiner Hand. Ich muss mal weiter ins Bild, sonst sehen die das nicht. Hast du auch gepikst? So. Dann brauchen wir ein bisschen Kleber. Kleber. Ich nehme immer den Alleskleber vom Action. Die kleinen Augen. Kleinen Augen. Dann machen wir da zwei Punkte ran. Und dann kannst du einmal die Augen aufkleben. Müsst das hier abmachen? Nee, musst du nicht. Kleb einfach auf. So. Kleben wir die zwei Augen auf. Sieht noch ein bisschen lustig aus. So, und dann wollte er noch ein paar Glitzersteine darauf machen. Als Knöpfe für den Mantel. Ja. Und noch für das. Ja. Möchtest du die oder die? Zwei. Welche möchtest du? Diese. Blaue, okay. Nehmen wir drei raus. Drei. Oder vier. Oder vier. So, dann brauchst du ein bisschen Kleber. Ich mach. Mach das auf den dicken Bauch.
Das wird besser. Tja. So. Und dann kannst du die da aufkleben. Hältst du fest und machst das bitte? So, und der Schneemann braucht ja noch einen Hut. Hut. Dafür nehmen wir noch eine Kugel, die so groß ist wie der Kopf. Und die halbieren wir einmal in der Mitte. Das machen. So. Macht die Mama oder der Papa bitte. So. Hast du aufgeklebt? Gut. Dann machen wir hier nochmal Kleber drauf. Und das Hut. Der Hut. Und kleben das hier oben drauf. Da fehlt jetzt noch eine Nase. Und noch ein Mund. Ein Mund? Auch noch. Ein Mund. Ein Mund machen wir mit einem Stift. Eine Nase mit dem Stift. Mama. Die Nase auch mit einem Stift? Ja. Ich habe hier was gefunden. So, dann machen wir eine Nase. Als Möhre. Als Möhre, ja. Mal gucken, ob Mama das hinkriegt. Und den Mund. Fertig ist unser Schneemann. Und jetzt? Fertig? Ja, mit dem Schneemann sind wir fertig. Aber mit dem Tannenbaum nicht. Ganz einfach. Er hat etwas sehr große Augen. Man kann natürlich auch noch kleinere Augen nehmen. Aber wir hatten jetzt nur die großen. Und da kann man ja jetzt noch mit kleinen Ästen oder mit einem braunen Stift noch die Arme malen. Könnten wir eigentlich auch mit dem Schwarzen noch machen? Ja. Genau. So. Von mir. Bip. 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 Ein Arm. Bip. Bip. Und den anderen Arm. Ja. So. Und noch Beine. Beine können wir nicht machen. Und fertig ist unser Schneemann. So, jetzt kommen wir zum dritten Projekt. Und zwar machen wir Duschgel selber. Zum Verschenken für die Oma, für die Uroma, für die Mama, für den Papa, für Bruder, Schwester, was auch immer. Und zwar habe ich dieses Basic Duschgel von dieser Firma. Und da gibt es auch noch Farben und Düfte. So, wir stempeln jetzt nochmal die Rückseite, weil das nämlich verschmiert ist. So. Und dann kleben wir das einmal da drauf. So. Ja. Haben wir einmal blau für Opa fertig, einmal rot für die Oma fertig. Dann habe ich noch solche Klebeetiketten vom Action. Mal einmal schnell mein Finger sauber machen. Ich auch. Weil dieses Stempelkissen, das ist echt mal. Und da machen wir jetzt den Duft machen wir da drauf. Duschgel.
den Duft. Ja. Duschgel mit Secret Number. Und für Opa mit Blue Water. Und dann schreiben wir noch den Namen da drauf von, in dem Fall von meinem Sohn. Und dann kommt da noch eine kleine Schleife drum. Und dann ist es fertig. Ja. So, jetzt schreiben wir noch seinen Namen da drauf. So, machen wir noch ein Herz. Okay. Sind wir mit dem fertig? Und dann kleben wir das hier an. Macht man das zu hoch? Zu? Das Etikett ist ein bisschen zu groß. Aber das wird halten. Hoffe ich. Ups. Womit war das ganz trocken? Wo Opa ist das? Mama. Nee, das ist für Oma. Schneiden wir uns das einmal ein bisschen kleiner. Nee, das geht nicht. So, jetzt haben wir das fertig geschrieben und kleben das denn einmal rauf. Damit die Oma auch weiß, von wem das ist. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal für Opa. Einmal den Namen schreiben. Und noch? Ja, einmal für Opa noch. Ja. Willst du noch ein Herz drauf malen? Hallo. Wie macht man das zu? Mama. Ich muss den Deckel da oben abmachen. So, für Opa haben wir das auch fertig. Und wie geht's? Geht immer noch nicht. Wir machen es. So, jetzt kommt da noch ein Schleifenband drum. So, da habe ich dieses Schleifenband. Frohe Weihnachten steht drauf. Und so sieht das dann aus. Hinten ist eine Schleife, die ist nicht perfekt. Aber das macht ja nichts. Da steht Frohe Weihnachten dann vorne drauf, das Duschgel, von wem das ist, zu Weihnachten. Und das kann der kleine Mann dann verschenken. Und für die Oma machen wir genau das gleiche noch und dann ist das fertig. So, der Tannenbaum ist auf jeden Fall schon mal trocken, den werden wir schon mal dekorieren. Und zwar haben wir hier diese weißen und silbernen Kugeln, die sind vom Action. Die gibt es in der Weihnachtsabteilung. Nee, den lassen wir mal noch, weil der ist noch klitschnass. Das dauert aber bis morgen. Ja, bestimmt. So, und dann nehmen wir wieder den Alleskleber. Und dann mache ich da ein paar Kleckse drauf und du kannst die Kugeln dann da drauf machen. Mhm. Mal einmal den... Hast du da einen Kleck drauf gemacht? Ich mach.
Noch ein Sonnenfarbe. Ich habe hier auch überall. Mach auf, hier ist überall Klebe. Und weiß auch. Oder ich kann auch auf den so. Dann klebt das auch nicht richtig. Ich habe auch ein paar. So, jetzt müssen wir mal gucken auf der Seite. Das ist ein Schiefertambour. Bei meiner aber nicht. Nee. So, kannst du drauf machen schon. Ran. Hier unten können wir noch einen ran machen. Ein paar mehr. Ja, so viel passen hier gar nicht hin. Weil die so dick sind. Mama. Ja, weil der so verzweigt ist. Ne? So, da kannst du noch einen ran machen. Haben wir noch ein? Mm-mm. Nein. Okay. So, dann. Vielleicht kriegen wir hier oben noch eine Kugel hin. Aber danach noch hier ganz oben. Da habe ich Sterne. Genau. Warum Stern? Das ist dann aber nicht so schön. Wieso? Guck mal, dann ist da ein Stern. Und dann ganz oben. Wo? Auf der Spitze. Ja, eigentlich ist das hier die Spitze. Wollen wir das hier als Spitze nehmen? Ja. Okay, wollen wir da den Stern rankleben? Ja. Okay. Ich kann das auch nass machen. Nee, das klebt ja nicht nachher. Mhm. Die Sterne hatte ich bei Doran Beats letztes Jahr bestellt. Aber die gibt es ja bestimmt dieses Jahr auch. Den da nicht ran. So. Und so sieht unser Tannenbaum denn aus. Das sind Kugeln, die auf dem Tannenbaum sind.